Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolgkampf in Zandala und Kul Tiras, oder genauer gesagt hier um den Abschnitt Versehentliche Schrecken. Und ja, bei diesem Abschnitt müssen wir Korval Dunkelbart besiegen, der befindet sich hier bei Traum 4039 im Gebiet Nasmir. Und ja, das Team, um den Gegner zu besiegen, sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier Nederferndrach mit Arkanschlag, Lebensaustausch und Mondfeuer. Dann an der zweiten Stelle kann ein Lerpad sein. Da würde ich empfehlen, etwa so 200 bis 300 Gesundheitspunkte mitzunehmen, weil ja, man muss vielleicht die eine oder andere Attacke vom Wirbelsturm überleben und deshalb ja, würde ich nicht empfehlen, mit einem Level 1 Pet in den Kampf zu gehen. Es würde gehen, aber es kann natürlich sein, dass der Wirbelsturm euch trifft und das wird meistens zu dem Tod führen. Dann Cominius mit Biss, Heulen und Kraftzug. An der ersten Stelle kann man auch den jungen Grimmlingsflitz mitnehmen, der wäre sogar ein bisschen besser wegen dem Tempo. Beim Nederferndrach gibt es ebenfalls noch einen Breed, der schneller ist als der Gegner, also eben da vielleicht drauf schauen, wenn ihr könnt, am besten schnellstens mitzunehmen, aber ansonsten sollte eigentlich jeder Breed möglich sein, um den Kampf bewältigen zu können. Da beginnen wir gleich den Kampf. Hier zu Beginn gleich einmal hier das Mondfeuer einsetzen. Leider kann es ab und zu sein, dass der Gegner gleich zu Beginn abhebt. Diese Attacke hat leider keinen sauberen Ablauf, also eben allgemein der Kampf läuft nicht immer gleich ab. Deshalb kann es ab und zu sein, dass es vielleicht sehr negativ für uns ausfallen kann, aber im Normalfall sollte es eigentlich zu einem Gewinn dieses Kampfes führen. Eben, wie gesagt, zu Beginn Mondfeuer und hier eben, wie gleich erklärt, es kann sein, dass er gleich zu Beginn abhebt. Ist aber nicht allzu schlimm. Arkanschlag macht trotzdem relativ guten Schaden. Und das setzt man halt einfach ein, bis Feders halt getötet wird. Meistens ist es so, dass man so 2-3 Arkanschläge braucht, bis halt der Gegner getötet ist. Und danach kommt hier Splat ins Spiel. Und hier ist meistens so, zu Beginn setzt er gleich Gifthaut ein und danach, ja, zufälligerweise ab und zu zerplatzen. Das tötet natürlich Splat, aber meistens setzt er Biss ein, bis etwa 400 Leben habe ich das meistens so im Gefühl gehabt. Aber eben zu Beginn setzt er eigentlich immer Gifthaut ein. Deshalb können wir hier Lebensaustausch einsetzen, um halt ja ihm schon ein wenig Schaden zuzufügen und danach arbeiten wir weit mit Mondfeuer und halt Arkanschlag, ja, bis der Gegner halt gestorben ist. Aber eben, ihr seht, es wird relativ knapp sein. Wenn er Zerplatzen einsetzt, wie jetzt hier zum Beispiel, tötet er sich selber auch. Also eben ist meistens so ein Ausgleich gleich. Und das ja, unterstützt auch gleich die Taktik, um ein Levelpad einsetzen zu können. Dann kommt hier Grell in den Kampf und eben unser Levelpad. Und an dieser Stelle wechseln wir gleich weiter auf Cominius. Und hier, ja, ist normalerweise einfach Heulen angesagt und danach den Kraftzug, welches eigentlich den Gegner töten sollte. Eben hier ist der Wirbelsturm im Hintergrund, der kann teilweise eben treffen, wenn es gerade ein bisschen blöd läuft für uns. Aber eben normalerweise ist es auch so, dass ein Levelpad vom Level 1 überleben könnte, aber ich würde eben nicht auf Nummer sicher gehen, um halt einfach dort vielleicht ein Level 2 oder 3 Pet mitnehmen zu können. Ja, das war's dann für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!